Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück. Heute gibt es eine schöne Philadelphia-Torte. Ja, ich bin voll im Backwaren gerade. Wird nicht mehr lange anhalten, aber so lange will ich es noch ausnutzen. Für diese Philadelphia-Torte brauchen wir erstmal einen Boden. Den Boden machen wir aus Löffelbiskuit. Das sind die Dinger hier. Dieses Löffelbiskuit, so können wir das natürlich nicht nehmen. Müssen wir erstmal klein machen. Dazu nehmen wir entweder eine Tüte und einen Hammer oder irgendwas zum Draufschlagen oder die einfache und angenehmere Variante. Irgendwas zum Zerkleinern. Als nächstes für den Boden brauchen wir Butter. Da brauchen wir 125 Gramm von dem hier übrigens 200 Gramm. Das Ganze kneten wir jetzt so lange durch, bis sich das schön verbunden hat, dass das ein schöner Teig ist, also so mehr oder weniger Teig. Und wie man sieht, es ist ein schöner Ball geworden. Den machen wir jetzt in eine schöne Springform rein. Unten die Springform, den Boden am besten mit Backpapier belegen. Dann braucht er unten nicht irgendwie was abkratzen oder sonst irgendwie sowas. Es backt halt einfach nicht an, sondern ihr braucht nur an den Seiten lang gehen. Damit ist alles gut. Als nächstes nehmen wir uns Götterspeise. Zwei Pakete. Ich nehme da gerne die Waldmeister-Götterspeise aus dem einfachen Grund, so schmeckt es mir persönlich am besten. Ihr könnt auch die Zitronengötterspeise nehmen. Dann habt ihr natürlich einen sehr, finde ich, sauren Kuchen. Oder eine saure Torte eher gesagt. Bei der Götterspeise nehmt dann noch 5 Esslöffel Zucker auf 2 Pakete. Dann macht ihr euch Wasser heiß, nehmt eine Tasse, eine Tasse drauf und noch eine zweite drauf. Nur das Ganze noch durchrühren und an der Seite stellen zum Abkühlen lassen. Nehmen wir uns noch einen zweiten Becher, den wir noch benutzen können. Schnappen uns Sahne, die am besten direkt aus dem Kühlschrank kommt. Auch 2 Becher. Sollte übrigens Schlagsahne sein, keine saure. Schlagsahne schmeckt da eindeutig besser. Und die schlagen wir jetzt auch einfach mal steif. Nun schnappen wir uns eine große Schüssel, weil nun brauchen wir Frischkäse. Und zwar den, ihr könnt eigentlich auch andere nehmen, aber ich nehme mal den, der die namensgebende Kraft ist dafür, sagen wir es mal so. Brauchen wir 400 Gramm von. Ja, ich weiß, das ist scheiße, weil die nicht mehr 200 Gramm Dinger anbieten, sondern nur noch 175 Gramm. Das bedeutet 50 Gramm aus einer dritten noch dazu. Dann brauchen wir noch ein paar Löffelchen Zucker. Original würde jetzt einer drauf kommen. Erfahrungswert sind bei mir 3-4 Löffel sollten noch extra sein. Nun brauchen wir noch Zitronen. 3 Stück, um genau zu sein. Die am besten vorher schon mal ein bisschen durchkneten. Kommt da mehr Saft raus und einfacher. Wenn ihr eine Zitronenpresse zu Hause habt, könnt ihr die natürlich auch super dafür nehmen. Die Zitronen sind jetzt ausgepresst. Wenn ihr es mit der Hand gemacht habt, nehmt euch noch ein kleines Sieb und lasst den Saft da einfach einmal durchlaufen, damit die Kerne und sowas nicht mit in den Kuchen kommen. Das ist dann doch so ein bisschen doof, wenn man auf diese Kerne drauf beißt. Es schmeckt nicht so prall und es stört auch beim Essen. Nur das Ganze einmal ein bisschen durchmümmern, also ein bisschen durchmischen. Nun kommt noch die flüssige Götterspeise dazu. Am besten während des Rührens mit reinkippen. Nun fehlt nur noch eins, die Schlagsahne. Die Schlagsahne einfach mit da rein. Und ganz locker flockig mit da drunter heben. Drunter heben finde ich auch wieder so ein dämliches Wort. Einfach mit drunter mischen, nicht wild durchmischen, sondern halt wirklich ganz langsam vorsichtig dazu bringen, dass sich das verbindet. Nun nehmen wir wieder unsere Springform, wo wir schon den Boden drin haben, und gießen das einfach da drauf. So, das war's dann auch schon. Unten seht ihr jetzt noch ein Bild von der fertigen Torte. Ich hoffe, ihr macht die mal nach. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und damit sage ich dann guten Appetit, Däumchen nach oben, lasst es euch schmecken, Abo und Kommentar da lassen wäre auch schön. Und dann bis zum nächsten Mal, guten Appetit und ciao!